Heute geht es um den Erfolgsmörder Nummer 1, der Zeitkrebs. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung, wo wir helfen, jedes Jahr eine ganze Reihe Menschen dabei, sich selbstständig zu machen, zu wachsen oder ihr Unternehmen schließlich zu verkaufen. Und die einen sind erfolgreich und die anderen weniger. Und die Frage stellt sich immer nach draußen, wieso ist das so? Denn wir haben doch alle die gleiche Zeit. Wir haben alle 24 Stunden am Tag Zeit und viele geben dann die Schuld, die Verantwortung an ihren Talenten, an Glück oder Unglück. Und die Wahrheit liegt vielleicht woanders, am Zeitkrebs. Nun, was ist das Gefährliche am Krebs überhaupt in deinem Körper? Du hast dort Zellen drin, die unkontrolliert wachsen, die schließlich den gesamten Organismus auffressen und dabei keine Funktion mehr übernehmen. Das ist das Gefährliche am Krebs und das Gleiche passiert in deinem Leben mit der Zeit. Denn du hast eine sogenannte Lebenszeit-Leistungskurve, im besten Falle von 120 Jahren. In Berlin haben wir ja schon über 10.000 Menschen, die die 100er-Marke überschritten haben. Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass du es auch schaffst. Du hast also hier diese große Fläche, die sich aufteilt in 168 Stunden die Woche, in 52 Wochen im Jahr und davon hat jeder Tag 24 Stunden. Das ist dein Potenzial, deine Lebensleistungskurve. Und nun gibt es Dinge, die in dein Leben kommen und die anfangen, wie ein Krebs dein Leben, deine Zeit aufzufressen. Fangen wir mit einem Beispiel an, das ich selbst erlebt habe. Ich habe irgendwann in meinen jungen Jahren die ersten Computerspiele angefangen und festgestellt, wow, da gibt es ja mehrere Level, da kann man sich ja hochspielen und das ist ja nicht nur tagsüber lustig, das kann man ja auch am Nachtüber machen, das ganze Wochenende machen, man braucht auch nicht schlafen und essen. Und ruckzuck stellst du fest, dass sich diese Maßnahme, diese Aktivität als Krebs entfaltet und deine Lebenszeit auffrisst. Und wenn sich das schließlich noch zu einer Sucht entwickelt, nun, dann sieht es dann so aus, dass dieser Zeitkrebs im schlimmsten Fall einen großen oder den größten Teil deines Lebens auffrisst. Es kann aber auch sein, dass du hier einmal Fernsehen guckst oder mit deinem Vater ins Olympiastadion gehst und sagst, wow, Fußball ist ja eine coole Sache. Ich werde einfach mal Hertha oder Dortmund oder Bayern-Fan. Und dann fängst du an, die Fußballspiele alle zu sehen. Und zwar nicht nur die Bundesliga, sondern auch die Länderspiele. Dann kommt UEFA Cup und sonst irgendwie ein Cup hinzu. Und du fängst an, die Namen auswendig zu lernen. Du fängst dich an, dich weiterzuentwickeln, deinen Wert, deinen Nutzen für deine Gesellschaft zu erhöhen. Vielleicht zu lernen, wie man sich geschäftlich organisiert und selbstständig macht. Du baust auch nicht mehr Netzwerke auf, kennst die Namen deiner Kunden, deiner Mitarbeiter, deiner Chefs nicht. Aber du kennst sie alle. Die Namen der Nationalspieler, die Namen der Spieler in deiner ach so liebgewonnenen Fußballmannschaft. Und dann, wenn du dann jedes Jahr die Hinrunde, die Rückrunde, die Länderspiele, die Europameisterschaft, die Weltmeisterschaft machst, nun, da wirst du ebenfalls einen neuen Zeitkrebs in dein Leben holen und du wirst Lebenszeit verlieren. Nun, und dann fängst du an, dich mit wilden Verschwörungstheorien, mit abstrusen Ideen, die vielleicht noch vergangenheitsbezogen sind oder die gegen etwas kämpfen, aber nicht für etwas sind, in dein Leben zu holen. Und dann fängst du an, Facebook, Social Media anzugucken, dann fängst du an, irgendwelche Bücher anzugucken, dich in Theorien zu verwickeln, wirst vielleicht noch Reichsbürger und Anti-Verschwörungskämpfer, gehst also am Freitag Steine schmeißen und zack, auf einmal wirst du noch ein weiteres Teil deines Lebens verlieren. Du kannst also dir Zug um Zug Zeitkrebse in dein Leben holen und dann guckst du letztendlich auf deinen Tag, was du Produktives geleistet hast und findest nichts. Du guckst schließlich am Ende deines Tages auf dein Konto und du findest entweder eine kleine schwarze Zahl oder eine große rote Zahl. Denn das Geld, was du auf dem Konto hast, das haben dir andere Menschen dafür gegeben, dass du deren Probleme gelöst hast. Hast du also nichts drauf, kann eine Ursache dafür sein, dass dir der Zeitkrebs deine Leistungspotenziale geraubt hat, die du eigentlich, und deshalb bist du auf der Erde, zur Verfügung stellen solltest, anderen Menschen Probleme zu lösen und dich selbst zu jammern, zu klagen und in der Ecke zu sitzen. Ich lade dich nur ein, deine letzten 3 Tage, deine letzten 3 Wochen zu überprüfen, welche Filme du geschaut hast, ob du bei Netflix Kunde bist, ob du vielleicht die eine oder andere Drogensucht hast, Spielsucht hast, Sexsucht oder Pornosucht hast oder ob du einfach nur Fußballfan bist und Strategiespiele spielst. All das kostet dich dein Leben. All das kostet dich deine Träume, deine Wünsche. Es kostet schließlich auch deinen unternehmerischen Erfolg. Es kostet dich deinen angesehenen Platz in der Gesellschaft. Es kostet dich deinen Status, deine Glaubwürdigkeit, deine Reputation, schließlich und zuletzt dein Flow, weil du auf nichts hinzustrebst, was langfristig, nachhaltig, ehrlichen
und wertehaltigen Bestand hat. Du kriegst wenig Respekt und Anerkennung, denn die Spiele, ob es die Fußballspiele sind, die Strategiespiele oder sonstige Online-Kanäle sind, die alle simulieren nur deinem Gehirn, dass du etwas Sinnvolles machst, dass du dich tatsächlich weiterentwickelt hast, dass du Leistungen erbracht hast, die für andere Menschen wichtig sind. Tatsächlich aber ist dein Leben der Ort, wo du deine Zeit und deine Potenziale investieren solltest. Ich lade dich also heute ein, die letzten 3 Tage, 3 Wochen, 3 Monate zu überprüfen auf diese Zeitkrebse und dann dich von diesen Zeitkrebsen zu trennen. Es kann sein, dass du dafür Hilfe brauchst in Selbsthilfegruppen, von Coaches, vielleicht sogar schon Therapeuten oder Entzugsanstalten, sei es nur wie bei vielen Kindern die Internetsucht, die Spielsucht, sie von ihrem Leben, echten Leben trennen versucht. Sei dir auch bewusst, dass viele Marketingkanäle, ob es Fernsehwerbung ist, Internetwerbung ist oder schließlich auch YouTube-Influencer sind, die ein Leben vorgaukeln wollen, damit du deine Zeit dort investierst. Lerne also zu unterscheiden. Mach dir einen Kriterienkatalog. Was ist Wahrheit? Was ist Lüge? Was dient anderen Menschen? Und was dient nur den Menschen, die dich versuchen, von deinem Leben abzuhalten? Werde also hier ein Spezialist, alles nach Wahrheit und Ehrlichkeit zu überprüfen. Und schließlich zuletzt brauchst du auch Ziele, um zu erkennen, dass diese Dinge, diese Informationen, diese Versuchungen und Einflüsterungen dich hin zu den Zielen bringen oder weg von deinen Zielen zu bringen. Und ich glaube nicht, dass du der Weltmeister in der Fußball-Fan-Gemeinde werden willst, der alle Namen kennt. Ich glaube nicht, dass du derjenige sein willst, der die Spielergebnisse der letzten 50 Jahre auswendig kann, welcher Torstand hatte Deutschland gegen Brasilien. Und ich glaube auch nicht, dass du Weltmeister in deinem Strategiespiel oder beim Pokern werden willst. Und ich glaube nicht, dass du der sein willst, der die meisten Pornofilme im Internet geschaut hat. Du bist letztendlich ein Mensch berufen, anderen zu dienen. Und dazu setzt du dir Ziele, die wirklich Nutzen bringen für andere, aber auch für dich. Solltest du dabei Hilfe brauchen, solltest du Unterstützung brauchen, dein Zeitmanagement auch zu optimieren und so auszurichten, dass du deine unternehmerischen Ziele, deine Selbstständigkeit aufbauen kannst, nun, so kannst du gerne auch einen Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch nutzen. Wir haben viele Coaches und erfahrene Unternehmer und Selbstständige, die dir helfen können, dein Leben so zu optimieren, dass diese Zeit, die du hast, diese 100 Jahre mal 52 Wochen mal 168 Stunden, dass du diese Zeit, die du gerne mal ausrechnen kannst, schützen lernst und sinnvoll zu investieren lernst. Es geht dir nicht dabei rum, dass du nur arbeitest. Es geht darum, dass du dein ganzes Leben in Balance organisierst, dass du gesund bist, Freunde, Familie hast, dich weiterentwickelst, dass du in deine Berufung kommst, dass du finanziell Überfluss hast, dass das Leben dir Spaß macht, du Abenteuer erlebst und dass du das Ganze auf eine angenehme Art und Weise organisieren lernst. Dafür kannst du jetzt einen Gutschein holen für ein kostenloses Erstgespräch und wir von der X-Group helfen dir gerne dabei, deine Ziele zu erreichen und dich vom Zeitkrebs zu trennen. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.